André Schmidt. In ganz Österreich ist es in aller Munde Nummer 34. Markus Bendtner muss zu Olympia. Du hast das Ganze initiiert. Was war der Hintergedanke? Ja, Markus Bendtner, ich habe mit ihm im Nachwuchs gespielt. Und ich finde es einfach schade, dass ein Spieler wie Markus Bendtner, der 140 Nationalteam-Einsätze gehabt hat in den Senioren und etliche im Nachwuchs, also der spielte von klein auf im Nationalteam, und dann nicht nominiert wird für so ein Ereignis wie Sochi 2014. Es ist einfach unverständlich, sowas. Er hat auch das Tor geschossen, was uns nach Olympia gebracht hat. Und ich finde es einfach nicht okay, dass sowas mit einem Spieler gemacht wird. Selbst überrascht, dass es innerhalb so kurzer Zeit so eine Resonanz gefunden hat im Facebook? Ja, sicher überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, dass es so 300-400 Personen das liken. Dass es dann eigentlich täglich zu 1000 Likes gekommen ist, ist ein Wahnsinn. Also, und es ist wirklich ganz Österreich dahinter. Ich bin in Kontakt mit vom VSV-Fanclub bis Capitals-Fanclub, mit den Linzern und mit allen im Kontakt, dass die was machen. Was soll jetzt noch folgen? Jetzt gibt es die Facebook-Seite, es gibt Klamotten, Kappen, alles Mögliche. Was ist das Nächste, was noch folgt? Ja, eigentlich die Klamotten und alles wurde alles selber gemacht. Also das hat jeder, haben alle selber inszeniert, und das, was halt noch kommt, ich weiß ja nicht, was kommt. Aber zum Kaufen gibt es mal nichts offiziell. Aber das Einzige, was mich freuen würde, ist, wenn er halt doch noch zur Olympia kommt. Denkst du, dass meine Viveiros ein Erbarmen hat mit Markus Bendtner, der es, ich glaube, aus Sicht von ganz Österreich es verdient hätte, zur Olympia zu fahren, dass er ihn doch noch nominiert? Also um Erbarmen geht es da nicht, es geht einfach um den Spieler selber, der bei jedem Spiel immer alles gibt und einfach das verdient hat. Nicht, weil ich ihn kenne oder irgend sowas, sondern weil er es verdient hat, weil er so spielt. Es geht sogar bis auf Übersee. Thomas Wanik hat sich gemeldet und sich für Markus Bendtner stark gemacht. Ja, ich denke mal, dass Thomas Wanik auch gerne einen Markus Bendtner in der Linie hat, denn wenn man sieht, was für eine Kampfsau unser Markus Bendtner ist, dann freut sich sicher auch ein NHL-Spieler, mit so einem Spieler in der Linie zu spielen. Hast du mit Markus einmal Kontakt aufgenommen, nachdem du die Facebook-Seite gegründet hast? Was sagt er dazu? Nein, also bisher noch keinen Kontakt. Er soll sich jetzt auf die Spiele konzentrieren und seine Leistung bringen. Er hat sie gestern wieder gegen Ljubljana meiner Meinung nach gebracht, hat gezeigt, was er kann. Und da müssen wir ihm jetzt einfach Zeit lassen, und wir hoffen einfach, dass er seine Leistung jetzt bringt, was er für mich schon die ganze Saison auch bringt. Er gibt immer 100%. Ja, ich hoffe, dass es reicht.